bin Enno Deibert, ich bin 27 Jahre alt und arbeite seit September auf diesem Hof. Also ich bin eigentlich gelernter Speditionskaufmann und bin jetzt hier in diesen Beruf reingerutscht und fühle mich sehr wohl und kann mir auch vorstellen, das jetzt auf jeden Fall noch die nächsten Jahre zu machen. Erstmal wird die Kuh vorgemolken. Dadurch kann ich dann anhand der Milch, die ich vormelke, kann ich die Qualität schon mal prüfen, die Gesundheit des Euters und der ganzen Kuh natürlich. Und dann wird das Euter ein bisschen gereinigt, ein bisschen sauber gemacht und dann wird die Kuh ausgemolken. Wir haben jetzt momentan einen Schnitt von etwa 30 Liter am Tag pro Kuh. Ja, also nach dem Melken lasse ich die Kühe dann auf die Weide wieder und dort verbringen sie dann bei gutem Wetter den ganzen Tag. Bei schlechtem Wetter können sie jederzeit hier in den Stall kommen und sich auch hier ausruhen und auf der Weide erstmal natürlich satt fressen